Pohmann-Tor besiegelt, VfL Bochum Niederlage. Ein Blick auf die Tabelle. Wir sind Tabellenführer, zumindest jetzt erstmal über Nacht. Leverkusen hat aktuell ein Spiel weniger und ein Punkt weniger. Selbst mit einem Unentschieden würden sie uns wahrscheinlich in der Tabelle aufgrund der Tordifferenz überholen. Wir spielen heute gegen Frankfurt und haben das... Frankfurt ist richtig und haben das Rückspiel dann zwei Tage später gegen Kopenhagen. Wir sind auch schon im März angekommen, also die Karriere geht jetzt knallhart Richtung Finale und ich freue mich und es macht auch richtig viel Spaß aktuell. Transferbudget 8 Millionen, ihr wisst es, es ist aktuell wirklich nicht viel, was dabei rumkommt. Den ein oder anderen Spieler ablösefrei zu bekommen, ja, das wäre so ein kleiner Wunsch von mir, aber so wirklich viele ablösefreie Spieler, außer Karim Bellarabi, nein doch, kontaktieren müsste man ihn, 10 Millionen Marktwert. Also ich bin tatsächlich durchaus nicht abgeneigt, weil ich weiß ja, dass Karim Bellarabi für die Flügel wirklich richtig guter, starker Backup-Spieler sein kann. Natürlich warten wir nochmal die Gesamtstärke ab. Wenn er jetzt vielleicht nur 70er Gesamtstärke hat, nur noch, dann würde ich den natürlich auch eher nicht verpflichten. Schauen wir doch mal weiter, welche Verträge hier noch auslaufen aktuell. Ich glaube, den Kimpembe haben wir jetzt leider verpasst. Da war Real Madrid deutlich schneller als wir. Da haben wir noch einen Ferrati. Auch nicht schlecht, ne? Also wenn man den ablösefrei bekommen könnte, würde ich mir den natürlich auch auf die Bank setzen. Callum Hudson-Odoi ist aktuell tatsächlich verliehen an Leverkusen. Okay. Ansgar Knauf, auch interessant, verliehen an Frankfurt, gegen die spielen wir gleich. Aber der war an meiner Dortmund-Karriere, war der nix. Ich glaube, ich habe den da recht schnell dann auch verkauft. Julian Brandt, das wäre geil gewesen, aber den spiele ich ja schon in der Dortmund-Karriere. Kevin Trapp vielleicht nächstes Jahr. Aktuell müssen wir ja, oh, David Costa. Ich dachte erst Douglas Costa. Gibt's den noch? Douglas Costa. Zumindest finde ich den jetzt hier tatsächlich nicht unter Costa bei den Spielern hier in FIFA 23. Schade, den hätte ich mir für ein Jahr auch nochmal gerne gegönnt. Na gut, dann suchen wir mal nach Cancelo. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. João Cancelo, LV28. Eieiei. Und der spielt jetzt beim FC Bayern. Das wird natürlich richtig schwer, den zu verpflichten. Aber das wäre natürlich eine absolute Wumme und ist von euch auch natürlich ein richtiger Lieblingsspieler. Und ein weiterer alter Sack. Daily Blind. Okay, ich werde ihn mal auf die Wunschliste setzen, aber aufgrund seines Alters und der Gesamtstärke weiß ich nicht, ob der bei uns, ja, Einsätze bekommen könnte. Aber Cancelo definitiv. Ich wusste gar nicht, dass der von den Werten her so krass ist. Abschlussbericht zu Bellarabi ist da. 77er Gesamtstärke. Das ist natürlich schon ein bisschen... Ja, Antritt Sprint ist auch nicht mehr so krass. Also der hatte ja früher definitiv Werte von über 90, der Karim Bellarabi. Also wenn er jetzt ZOM als Nebenposition dabei hätte und ist auch schon anfällig für Verletzungen, ich glaube, ich lasse da lieber die Finger von. Oh, unser Scout ist da. Wir können ihn wieder losschicken. Und zwar haben wir hier den Marco Werner. Wir bauen wieder ein Scouting-Netzwerk auf. Natürlich in Deutschland nochmal 3 Monate. Und Typ, suchen wir jetzt mal wieder einen Torwart. Denn aktuell bin ich mit denen Spielern, die ich hier in der Jugend habe. Also zumindest mit den Torhütern. Da sind zwar vielleicht, ist hier ein Talent, der ist zu klein, bei dem mag ich das Gesicht nicht. Und ja, das Potenzial ist auch schon so ein bisschen gefallen. Dann haben wir hier noch ein paar Linksverteidiger, da müssen wir auch nochmal abwarten. Wobei hier so ein Philipp Müller, der ist recht klein, das ist auch so... Ja, schon 17, also da warten wir nochmal ab, das könnte einer für uns werden. Abschlussbericht zu Callum Hudson-Odoi und Werner baut Scouting-Netzwerk auf und Sané fühlt sich mittlerweile viel besser, möchte natürlich von Anfang an ran. Und wir werden das natürlich auch genauso machen, Sadio Mané von Anfang an, wir nehmen Openda mit. Wir lassen jetzt also die Frage, wen lässt man zu Hause? Ach komm, bevor ich jetzt den Serge Gnabry spielen lasse, lasse ich doch lieber den Kaiser von Anfang an ran und Leroy Sané mit einer Bissigkeit von 33. Das ist noch nicht so das, was ich bei Leroy Sané gerne sehen möchte. Legende 6 Minuten bewölkt und jetzt ab ins Stadion. Und da sind wir auch schon, 25. Spieltag. Ja, die Einlaufmucke ist am Start. Herrlich, das freut mich, das macht Spaß. Stadion ist ausverkauft, natürlich. Hier in München immer volles Haus in der Allianz Arena. Da, 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 da. Herrlich.
Und die Einlaufkinder, ja gut, sind glaube ich bei FIFA 23 jetzt das erste Mal dann auch dabei. Ob man sie jetzt wirklich braucht, ist ja dann auch nochmal so eine andere Geschichte, würde ich sagen. Aber es ist zumindest ganz nett, dass sie da sind. Ja, der Kimmich, bin ja auch gespannt. Auch Entwicklung ist mittlerweile fast abgeschlossen. Also, ich weiß nicht, ob der Kimmich da nochmal große Sprünge Richtung 99 macht. Oh, Mario Götze in der Startelf! Wer hat sich denn da bei Frankfurt verletzt, dass der Götze spielt? Ansgar Knauf, bin ich auch gespannt. In der Dortmund-Karriere hatte ich den ja dann auch viel zu schnell verkauft, natürlich. Aber man hat ja auch nicht Platz für viel zu viele Spieler. Die Aufstellung der Bayern sieht so aus. Kaiser von Anfang an. Wenn alles gut läuft, kriegen wir den dieses Jahr sogar noch auf 80 Guess. Und dann ist auch der Stammplatz von Leroy Sané tatsächlich gefährdet. Ist er jetzt ja sowieso schon. Kevin Trapp, den hätte ich gern. Ja, Götze, Wahnsinn, Knauf. Geil. Also da sind schon ein, zwei Spieler bei. Ich hatte ja auch schon überlegt, für die BM-Football-Karriere die Götze-Brüder zu holen. Mario und Felix, beide im gleichen Club. Ich mag das ja irgendwie immer so, ein Brüderpärchen zu verpflichten. Und jetzt Anstoß für den FC Bayern. Der Kaiser. Rücken Nummer 9. Ich glaube, ihr habt euch jetzt auch schon damit abgefunden, dass ich ihm nicht die 4 gebe. Aber die Rücknummer 4 für einen Angreifer ist natürlich auch nicht so wirklich optimal. Sadio Mané versucht es einfach mal. Nach knapp 2,5 Minuten. Und der Kaiser mit links, aber auch kein Problem für Kevin Trapp. In der 4. Minute. Ja, wir wollen ja hier direkt zeigen. Oh, was für ein Kopfball war das denn hier, zurück zum Keeper. Kimmich, auch nochmal probieren. Oh, der fiel ganz gefährlich ab. In der 8. Spielminute, 3. Torschuss. Ja, Sadio Mané, Stellungsspiel ist schon mal wieder am Start. Und Kingsley Coman wartet ein Stück zu lang, um den Pass da auf Davies zu kriegen. Ja, Pavard, unsere Nummer 1 im Moment als Rechtsverteidiger. Das war auch wieder zu spät gespielt. Also ja, der Pavard, der hat nochmal einen Schub bekommen. Durch das Umtrainieren auf IV. Und natürlich auch, naja, munkelt man dadurch, dass wir starke Außenverteidiger geholt haben. 2 Stück in der Winterpause. War das für die Motivation ganz okay, ganz gut. Ja, und jetzt fließt der Ball nicht vernünftig flüssig. Oh, ganz stark von Lukas, aber dann Handspiel. Schade mit E, das wäre was gewesen, wenn der sich da nach dieser Aktion vorne mit eingeschaltet hätte. Ich hätte ja auch gern meinen Innenverteidiger Theo wie in FIFA 22 wieder zurück. Ich weiß, da gibt es immer Kritik, wenn ich das will. Aber in FIFA 22 hatten wir schon eine richtig krass starke Abwehr dadurch. Und jetzt führt Frankfurt mit 1-0. Ja, Zufallstreffer. Hier, das Tick kommt einfach Richtung 16er. Und Lukas, der geht da gar nicht erst zum Zweikampf. Und dann steht sich da De Ligt mit Lukas auch noch im Weg. Was macht denn De Ligt da? Ja, De Ligt wollte zum Kopfball. Das sah ein bisschen komisch aus. Und Jan Sommer ist irgendwie viel zu weit draußen. Aber wir machen natürlich weiter. Musiala auf Kaiser. Ah, okay. Nächster Abschlussversuch von Musiala. Der war ein bisschen zu harmlos, um einen Kevin Trapp hier gefährlich zu werden. Oh, hinten. Ball schön in der Linie laufen lassen. Der Pass war Mist. Beziehungsweise, da fühlte sich keiner für verantwortlich. Ah, den haben sie richtig gut gespielt. Den haben sie richtig gut gespielt. Aber der Abschluss nach 20 Minuten war Mist. Pavard. Macht mal ein bisschen was nach vorne mit. Ah, Musiala. Kevin Trapp hält. Pavard macht Druck auf Kevin Trapp. Kimmich. Ja, und das ist Pavard. Und er probiert es einfach mal mit Gewalt. Ganz stark wieder von Lukas, wie er den Ball geholt hat. Nächster Abschluss, wieder zu harmlos vom Kaiser. Also bisher sind wir, was Abschlüsse angeht, in dieser Folge noch nicht so wirklich auf Top-Niveau. Wir arbeiten, wir brauchen noch den einen oder anderen Versuch, bis wir da wieder an vorherige Leistungen anschließen können. Ganz stark vom Kaiser, wie er den geholt hat. Ach, da, ja, Kingsley Coman spielt aktuell noch keine
leistende Rolle hier in der ersten Halbzeit. Vielleicht wird es in der zweiten besser. Ah, okay, die Abwehr. Also die Abwehr steht, bis auf das Gegentor. Muss man sagen, dass wir hier eine gute Abwehrleistung hinbekommen. Kein Problem für Jan Sommer. Also das ist das, was Frankfurt hier aktuell... Ah, würde ich mal so sagen. Nein, schon wieder dieser eine Fehler. Dieser eine Scheißfehler führt wieder zum Gegentor. So ein kleiner Kackfehler, ne? Wirklich, so ein absolut so ganz süß, so klein, so ein Fehler, so. Hier nochmal mit Kimmich ist es gewesen. Den wollte ich natürlich auf den Flügel bringen, auf Davies. Und dann treffe ich da den Frankfurter. Ich glaube, Knauf ist es gewesen. Ah, und der versenkt, also dann der Angreifer bei Frankfurt versenkt das Ding zum 2-0. Jetzt haben wir eine Aufgabe in diesem Spiel. Vielleicht auch die Chance für Leroy Sané dann in der zweiten Halbzeit. Zu zeigen, dass er in dieses Team gehört. Bissigkeit ist ja aktuell nicht so hoch, deswegen wieder nur auf der Bank der Leroy Sané. Noch ist es nicht so, dass wir ihn dringend brauchen für die schweren Spiele. Frankfurt kann natürlich... Ja, kann wieder so ein Stolperstein zum richtigen Moment sein, sodass wir halt, ja, bevor wir die ganz wichtigen Spiele nachher verlieren, dass wir zwischendurch mal auf den Sack kriegen. Ja, der Kaiser, der ist hier nicht im Flow in diesem Spiel. 40 Minuten sind rum. Jan Sommer klärt zum Eckball. Eckball Mario Götze. Oh. Und Jan Sommer kegelt den Kimmich um. So, ich hätte gerne noch ein Tor vor der Halbzeit, damit wir in der zweiten Halbzeit es nicht ganz so schwer haben. Ja, Pavard setzt sich durch, Junge, das macht er gut. Flanke ein bisschen spät und irgendwie ist da auch keiner. Bleiben wir dran mit Musiala. Ja, alles dicht. Goretzka, auch nicht viel gesehen von ihm. Ja, und jetzt der Kaiser. Nachspielzeit ist vorbei. Ah, Mané nochmal zu harmlos. Der letzte Abschluss in dieser ersten Halbzeit. Und jetzt ist Pause. Die zweite Halbzeit läuft. Zwei Gegentore haben wir bekommen. Wir können aber auch natürlich zwei Tore schießen. Ja, so nicht. Und wir kriegen zumindest jetzt den Freistoß. Goretzka schnappt sich die Kugel. Was hätten wir denn sonst noch? Kaiser, der hat natürlich... Elfmeter ist ja nicht ganz so gut. Kraft, aber ja gut, wir versuchen es mal mit dem Kaiser. Wir geben ihm da einfach mal die Chance. Ah, der ist vielleicht ein bisschen zu schwach. Bisschen zu hoch. Ganz stark der King. Kingsley Coman, und den muss er machen. Ich hatte erst überlegt, da rein zu grätschen. Aber ja, diesmal war es die vorsichtigere Methode. Das ist so ein bisschen, ja, vom 1-0 dieses Zufall. Nee, das 2-0, ne? Das 1-0 war auch Zufall, aber das 2-0 war auch so ein Ding. Also, das war so ein bisschen die Rache vom 2-0 der Frankfurter. So, 2-1, jetzt sind wir definitiv rechtzeitig. Hatten wir auch mal ein bisschen Glück, sind wir da wieder dran. Jetzt ist in der Abwehr, fehlt einer. Wir kriegen schon wieder den Freistoß. Also, nee, wir kriegen ihn nicht. Sadio Mané. Oh, wieder der King, wieder Kingsley Coman. Er macht ihn. 2-2. Wurde gerade nicht angezeigt. Da stand noch 2-1. Ja, Sadio Mané, erstklasse gespielt. Also in der ersten Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Stich. Und jetzt in der zweiten Halbzeit in, glaube ich, knapp 6-7 Minuten zwei wirklich wichtige Tore erzielt. Das zweite schöner als das erste, aber das erste war wichtiger als das zweite. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt mal gucken, ob es angezeigt wird. Jawohl, zweimal der King innerhalb von 3 Minuten. Den haben wir wieder richtig gut geholt. Komm, 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 Musiala. Und dann Davies. Ich hatte ja gerade gesagt, der King war in der ersten Halbzeit ziemlich unauffällig. Der hat sich ausgeruht für die zweite Hälfte. Ja, ist für mich... Oh, Fonzi. Abfahrt. Wieder King, jawohl. Aber diesmal der Pass
auf Musiala. Ja, da zieht er links vorbei. Sadio Mané. Jawohl, und der King. Hattrick, nein. Ganz stark gespielt. Ja. Bisschen schauen. Wow. Wahnsinn, Goretzka. Wahnsinn. Also drei Tore innerhalb von knapp 10 Minuten oder what? Also da haben wir das Spiel gedreht vom Feinsten. Hatte ja auch bisher so noch nicht in dieser FIFA-Karriere, glaube ich, dass wir da so am Rad drehen. Ja, also wer 2-0 zur Halbzeit führte, kriegt ab sofort in der zweiten Halbzeit immer direkt aufs Maul. So machen wir das jetzt weiter. Das ist ein an alle anderen Mannschaften, wer es wagt, uns so gefährlich zu werden, der kriegt richtig aufs Maul. So, King, weiter geht's. Schade, der wäre perfekt auf Mané gekommen. Und wieder der King. Große Lücken jetzt zwischen Mittelfeld und Abwehr. Ah, Goretzka, der Torschütze. Mit einem Fehlpass. Aber jetzt hier, schaut euch Goretzka an. Doppelt mit Davies. Und da. Ah, er macht Druck, so das Kimmich da. Goretzka ist jetzt überall. Ah, Schade. Ecke für Frankfurt. 22 Minuten vor Spielende. Ja, wir müssen natürlich noch einen nachlegen, völlig klar. Ah, Pavard. Ah, Fonzi zu weit weg. Und dann macht er das richtig gut. Ach, jawohl. Komm, 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 Goretzka, ja. So, jetzt kriegen wir ihn endlich mal wieder. Ah, die Fünfer- oder Viererkette steht ja richtig gut da. Endlich mal ein bisschen Entlastung nach vorne. Fonzi. Ja, so in etwa. Und das ist Musiala. Nee, der muss rein. Und jetzt der Dreierwechsel beim FC Bayern. Sanchez diesmal für Kimmich. Davies kriegt eine Pause. Und außerdem kommt Sané für den Kaiser. Jawohl, Sané auf Mane. Ah, und dann... Ah, ich dachte schon vom Feeling her 4-2, aber nee, immer noch 3-2. Renato, ja, 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 ja. So, Vorsicht. Oh, 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 ja, ja, ja. Und nein, nein, nein. Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Genau das hatte ich befürchtet, wenn wir da nicht schnell das 4-2 machen. Und das ist wieder so ein Billo-Tor, ne? Wirklich so ein billiges, doofes Gegentor. Also eigentlich hätten wir den da irgendwie... Wir haben ihn einfach wieder nicht hinten rausbekommen. That's it. Hier nochmal. So, Sommer da. Bumm. Und dann fällt er dem da. Also wie perfekt kann ein Ball vor die Füße des Gegners fallen? Dieses Spiel. Hier also. Oh Mann. Zum Glück haben wir nochmal 12 Minuten Zeit, jetzt uns nochmal wieder den Dreier zu holen. Sadio Mané. Oh. Ah. Also das hätte man natürlich auch mit Rot bestrafen können, dieses Foul gerade. Ja, Pavard immerhin der. Spielt hier noch richtig stark. Ah, den wollte ich mal auf Sané spielen. Wir haben noch knapp 7 Minuten. Seit dem Ausgleich geht nicht mehr ganz so viel. Stark von Goretzka. Sané. Musiala. Jawohl. Nein, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh nein, King, komm. 5 Minuten noch. So, den haben wir gut bekommen. Und dann auch direkt wieder schnell verloren. Das ist natürlich immer Käse. Ah, den hätten wir haben können. Wow, Jan Sommer klärt zum Eckball. Für uns eine gute Chance gleich zu kontern. Hier 2 Minuten vor dem Ende. Eckball kommt. Ja, nein, nein. Ah, komm, 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 komm. Nein, nicht hinfallen. Och nö, also dieses Torwartspiel in FIFA ist ja auch wieder Vollkatastrophe. So, jetzt. Abfahrt. King. Wohin jetzt? Jawohl, Frimpong macht mal mit. Komm, Junge. Warum schießt du nicht? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Jawohl, vielleicht jetzt nochmal Leroy Sané. Nein, die Nachspielzeit ist abgelaufen. Es ärgert mich, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Und das Stadion sieht es genauso.
Wir lagen 0-2 zurück. Wir haben innerhalb von 15 Minuten 3 Tore erzielt, das Spiel gedreht. Dann haben wir das vierte Tor nicht gemacht, obwohl wir wirklich mindestens eine richtig fette Chance hatten. Kriegen den Ausgleich und dann kriegen wir es nicht nochmal hin, eine Riesenchance zu konzipieren. Und ja, am Ende geht dieses Spiel leider mit 3-3 aus. Und Leverkusen gewinnt mit 1-0 gegen Freiburg. Ja, damit sind wir natürlich nicht mehr Tabellenführer, ist aber auch jetzt erstmal egal. Wir müssen jetzt ins Viertelfinale der Champions League kommen. Ja, Sadio Mané, ich weiß, lass dir mit deinem Comeback noch ein bisschen Zeit. Upa möchte natürlich spielen, bleib auf dem Teppich, Junge. 3-2 im Hinspiel gewonnen, jetzt spielen wir zu Hause. Und ich will das Ganze natürlich gar nicht erst drauf ankommen lassen. Ich nehme auf jeden Fall einen ZOM-Backup für Musiala mit, und zwar Junior. Und Sané, 35er, Junior 6er, Bissigkeit, Masraoui ist gerade bei 0. Ja, und Sadio Mané ist jetzt, ja gut, ja, Openda nehme ich aber trotzdem mit für Frimpong. Diesmal würde ich eher einen Hernandez, ja, ich muss sogar den Hernandez einwechseln für Fonsi Davies. Und jetzt sehe ich gerade, Pavard macht jetzt auch nicht so den besten Eindruck da rechts. Das heißt, wir nehmen den Frimpong dann doch mit. Ja, beziehungsweise wir starten direkt auch mit Frimpong. Also da haben wir wenigstens ein fittes Team, außer jetzt Musiala. Aber das ist noch so eine Baustelle für die nächste Saison, dass wir da nochmal auch auf der Position so ein Backup haben, den man richtig gut spielen lassen kann. Und so würde ich ins Spiel starten. Legende 6 Minuten bewirkt und jetzt ab ins Stadion. Und da sind wir dann auch in der Allianz Arena, frisch motiviert für den Einzug ins Viertelfinale gegen Kopenhagen. Hinspiel 3-2 gewonnen, ich glaube auch da lagen wir irgendwie 1-0 zurück, hatten dann auf 3-1 erhöht oder Spiel gedreht und dann am Ende wieder ein doofes Gegentor bekommen, wie das halt so oft hier aktuell noch ist in dieser Karriere. Spiel gegen Frankfurt war natürlich auch in der ersten Halbzeit absolut sinnbildlich für unseren Zustand aktuell, vor allem abwehrtechnisch, aber jetzt erstmal Champions League-Hymne. Die Aufstellung der Bayern, ich habe es ja Gnabry gar nicht erwähnt eben, er fängt heute an, der hat ordentlich Bissigkeit, mehr als Kaiser, mehr als Leroy Sané, so ein bisschen drauf achten tue ich ja dann auch schon, wer hat wirklich Bock? Ja, und Sané, wie im Real Life, so ein bisschen bockig manchmal, auch hier von der Bissigkeit kann man das glaube ich ganz gut erkennen, was ich damit meine. Sané nach seinem, ja, nach seiner Verletzung noch lange nicht wieder zurück. Und läuft natürlich auch dadurch Gefahr, lang- oder längerfristig nicht mehr von Anfang an zu spielen, wie es halt auch zuletzt der Fall ist. Serge Gnabry deutlich stärker gewesen, auch in der Hinrunde. Wenn er spielt, immer top. Der Kaiser wird aufgebaut, könnte ihn natürlich irgendwann ersetzen, die Rolle übernehmen. Hier die Aufstellung jetzt von Kopenhagen. Wen kennt man? Ja, im Prinzip, müsste man sich die Namen alle dreimal durchlesen, um dann vielleicht zu erkennen, okay, den kennt man vielleicht aus der Bundesliga oder so, aber war bei mir jetzt nicht der Fall. Anstoß für den FC Bayern. Ja, Musiala, wie gesagt, der Thomas Müller fehlt schon ab. Bis. Ja, hier ist Herr Gnabry, also das sieht ein bisschen tollpatschig aus manchmal, aber er holt hier direkt in der zweiten Minute den Eckball. Kurz auf Gnabry. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht ins Abseits kommen. Der war eigentlich ganz okay. Der Theo rauscht da rein. Ersetzt heute von C. Davies. Jetzt fehlt da hinten. Ja, Matthijs. De Ligt natürlich. Gnabry. Und dann ist es Sadio Mané, der das Ding hier rein juckelt. Zum 1-0. Sadio Mané mit der Rücknummer 17. Geil. Ja, das ist gut. 4-2 jetzt. Nach Hin- und Rückspiel. Also jetzt können wir hier auch 2-1 verlieren. Wollen wir natürlich nicht. Aber
ja, wie soll ich sagen, muss ja immer irgendwie die Zeit auffüllen, bis die Torhymne vorbei ist, damit wir die auch komplett hören. So, bla bla bla, bla bla, Ende. Oh, Kopenhagen direkt hier und Frimpong. Ja, nicht optimal geklärt. Oh, okay, der war zum Glück harmlos. Hier in der knapp 10. Spielminute der King. Ja, ne, also da haben wir auch gelernt im Spiel gegen Frankfurt, selbst wenn er eine Halbzeit mal so ein bisschen nicht ganz da ist, Frimpong, dann kommt er in der zweiten Halbzeit, Mann, nee, schade. Also mit Cancelo, ich habe das ja eben, da kommt natürlich für die nächste Saison richtig Stimmung in die Abwehr. Wenn wir da nochmal so einen krassen kriegen, so einen fast 90-Plus-Spieler. Also ich denke mal, die Kohle werden wir haben zum Start in die Saison. Ja, das war Matthijs de Ligt hier mit einem Einsatz des Todes. Aber wie gesagt, ich bin da nicht abgeneigt, das gerne zu testen. Unter normalen Umständen würde ich mir den nicht holen. Oh, Serge Gnabry! Oh, Frimpong. Ah, ein bisschen weit vorgelegt. Ah, nee, nix A. Ah. Aber er holt ihn sich wieder, wollte ich sagen. Ja, hier, Lukas. Oh, Lukas. Ich wollte erst sagen, Lukas, geil, in Topform. Ja, Lukas in Topform. Okay. Ja, wenn sein Bruder mitspielt, hat er auch mehr Lust, hat er gesagt. Ah, Ball läuft. Gnabry. Einfach mal probieren. Bisschen hoch. Wieder Gnabry. Mit Musiala. Und das ist wieder Gnabry. Starke Parade vom Keeper. Gibt Eckball. Wir bringen das Ding auf Goretzka. Schade. Keeper passt auf. Und greift zu. Also gefühlt haben wir hier das Ding so zu 100% im Griff gerade. Fast wie die zweite Halbzeit gegen Frankfurt. Oh, so schön und einfach kann Fußball sein. Wieder Gnabry. Kriegen wir den noch? Nein, gibt den nächsten Eckball. Und das ist halt auch so genau das, was ich eben meinte. Serge Gnabry, wenn er spielt, immer ein bisschen hoch. Immer top. Nicht wirklich immer richtig stark, aber trotzdem immer top. Und das ist das, was Bastianini halt fehlt. Vielleicht liegt es immer an der Bissigkeit. Natürlich würde ich jetzt gerne recht fix, ja, hier auch hier schon wieder. Also gefühlt haben wir das Spiel sowas von im Griff. Die meisten Dinger fangen wir da direkt wieder ab. Hinten passt Lukas aktuell auf. Ah, sehr eng jetzt gerade hier das Spiel geführt. Frimpong. Ah, Schade von Mané. Und jetzt mal, oh, ja, hier wieder Lukas, der da einfach alles unterbindet. Vielleicht hat er Angst um seinen Stammplatz, jetzt wo sein Bruder da ist, dass er da, wenn sein Bruder auch spielt, zeigen muss, dass er die Nummer 1 ist. Vielleicht beflügelt ihn das. Gnabry. Ja, so leicht kann man hier den Gegner austanzen. Ah, der Pass war natürlich wie im Kindergarten. Und wieder Gnabry. Ja, macht das Spiel breit, damit Frimpong da ein bisschen was. Ah, mit Flanken haben wir bisher noch kein Glück gehabt. Eigentlich spiele ich auch ganz ungerne Flanken, weil das ist so wie mit langem Ball beim Abstoß. Die sind zu 90% immer weg. Gnabry, Frimpong. Ah, kein Durchkommen. Schade, den hätte ich. Ja, Frimpong. Stellungsspiel ist richtig stark gerade. Jawohl. Ah, auch hier wieder Frimpong. Wahnsinn. Top, muss man einfach sagen. Heute wirklich top. Kurz vor der Halbzeit. Immer noch nur 1-0. Und jetzt einfach mal ein richtig starker Pass. Jan Sommer kommt raus. Wird auch mal geprüft hier von Kopenhagen. Reicht aber nicht, um uns hier wirklich gefährlich zu werden. Und jetzt ist erstmal Halbzeitpause. Anstoß zur zweiten Halbzeit. Wir haben nicht gewechselt. Wir wollen hier erstmal, wie gesagt, nochmal ein weiteres Tor erzielen. Solche Spiele können sich auch immer sehr schnell drehen in eine Richtung, die nicht so angenehm ist. Sadio Mané. Ja, und der King. Ah, Schadi mit Sané. Wieder der FC Bayern mit Kingsley Coman. Zug zum Tor hat er. Das hat er gut gemacht, der Gegner. Also Kopenhagen, die haben hier das Gesamtergebnis noch nicht aufgegeben. Wie gesagt, zwei Tore reichen da fast schon. Also zwei Tore reichen, glaube ich, für Verlängerung.
Nee, doch. Ja, doch. Und jetzt der King. Oh, schade. Das wäre wirklich richtig toll gewesen. Keine Luft mehr gehabt. Oh, das sind wieder diese Kleinigkeiten, diese kleinen Dinger, die wir abstellen müssen, wenn wir hier tatsächlich weiter als nur ins Viertelfinale kommen wollen. Jan Sommer. Zum Glück war der Abschluss ungenau. Also richtig, richtig fette Möglichkeit für Kopenhagen. Ah, hätte ich mal doch eher über den Flügel spielen sollen. Wieder Kopenhagen. Aber war zum Glück abseits. 10 Minuten in der zweiten Halbzeit sind gespielt. Leroy Sané, der wird natürlich schon gerne eingewechselt werden. Musiala. Oh, schade. Ah, De Ligt, Goretzka. Und der kommt auf Gnabry, der ein bisschen... Ja, King. Und nochmal Musiala. Nein. Ja, da haben wir ein bisschen zu viel rumgespielt. Oh, Ball weg. Jawohl, aber wir sind jetzt gut da. Wir sind gut da. Und können hier hoffentlich gleich ein weiteres Tor erzielen. Theo auf King, der hat Platz. Oh, Goretzka, schade. Aber auch hier ist wieder so Beweis dafür, dass wir... Oh, ja, kann man pfeifen. Dass wir das Spiel aktuell im Griff haben. Gelb für Kopenhagen. Wir müssen halt einfach jetzt wirklich das nächste Tor mal erzielen. Und da ist es auch schon. Lukas. Sowas von verdient. Ich freue mich wirklich. Der hat so ein tolles Spiel gemacht heute. Zweite Halbzeit Frankfurt. Da ist so ein Tor wirklich mal verdient. Also auch die Abwehrspieler können mal aus 20 Metern ganz gut abziehen. Und so stelle ich mir doch einen Abschluss vor hier. Braucht es erst Lukas. Lukas Hernandez. Um dieses 2:0 zu erzielen. Das sieht nach Karte aus für Kimmich. Nein, keine Karte. Und jetzt kommt hier der Wechsel. Hier doch erstmal eine Wiederholung. Grätsche Kimmich. Ja, da kommt er minimal zu spät. Gelb wäre auch in Ordnung gewesen. Aber jetzt der Wechsel. Dreierwechsel. De Ligt geht. Upa kommt. Musiala geht. Junior kommt. Und Leroy Sané zum Randtasten für Serge Gnabry. Damit da wir vielleicht ein bisschen was an der Bissigkeit tun können. Die ganz wichtigen Spiele, vor allem in der Champions League, werden natürlich noch kommen. Und da brauchen wir natürlich einen Sané in absoluter Topform und mit ausreichend Bissigkeit. Vielleicht können wir das auch über ein paar Trainingstage machen. Ah, zu lang gewartet. Ah, Lukas. Upa wäre es gewesen, Junior. So, der Ersatz-ZOM aktuell. Okay, den zweiten kriegt er. Wollen wir mal schauen. Ah, Mané, Schade. Dranbleiben. Wir bleiben nicht dran. Und die Hernandez-Brüder. Wie im Training. Ja, kann man mal machen, wenn man 2:0 führt. Im Achtelfinale der Champions League. Und mit 3 Toren Vorsprung nach Hin- und Rückspiel. So gut wie weiter ist Sanés erster Ballkontakt. Ja, wie motiviert ist er? Immerhin holt er hier mal motivierten Freistoß raus. Verletzt sich zum Glück nicht. Nächste gelbe Karte für Kopenhagen. Und jetzt haben wir natürlich mit einem Leroy Sané schon einen Spieler, der eigentlich... What? Was war das? What? Was war das? Ja, jetzt die Wiederholung. Da müssen wir mal schauen, ob das Ding... Also es sah so aus, als wäre es in die Mauer... Was war das denn? So, jetzt nochmal. Ah, okay. Vom Rücken abgeprallt. Okay, also diese Zeitlupe hat Auflösung darüber gegeben, wie dieses Tor gefallen ist. Ich glaube, also mit der Antwort bin ich zufrieden. Ah, Junior, Ballverlust. Also Junior hier nicht Champions League tauglich, wenn er so spielt wie gerade. Zuletzt konnte ich hier immer nur sagen, ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Heute denn doch. Also zumindest war das bisher alles nichts Positives. Okay. Also ein Spiel voller Kuriositäten.
Ein Verletzter bei Kopenhagen. Durch den Angriff von Upa hat er sich da wahrscheinlich den rechten Fuß verdreht. Hier wird auch gewechselt. Jetzt gibt es hier Schiedsrichterball. Interessant. Ja, das war meine Art, Schiedsrichterball zu spielen. Ah, Theo. Ah, King. Können wir besser. Komm, wir wollen es mal sauber halten heute. 5 Minuten noch. Sadio Mané. Ah, ich wollte eigentlich den Leroy Sané mit einbauen in diesen Angriff. Hätte ich es mit dem King gemacht. War, glaube ich, abseits. Hätte ich es mit dem King gemacht, dann hätten wir den Ball wahrscheinlich irgendwie leichter nach vorne bekommen. Theo auch super, muss man mal so sagen. Beim King scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein. Ja, und hier Lukas. Unangefochten. Jawohl, nochmal Junior. Ja, im Dribbling. Okay, also vielleicht als ZDM nicht so tauglich, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber viel machen können wir jetzt in der laufenden Saison nicht. Ja, Sané, der wird hier übel angegangen, auch wenn 90 Minuten schon um sind. Ah, da wollte ich wieder Sané mit einbauen. Ich meine, ein Tor hat er ja erzielt. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was für die Bissigkeit. Ja, Lukas. So, einfach nochmal. Das war's. 3:0. Endlich mal wieder zu 0. Wir sind im Viertelfinale der Champions League. Total, wie sagt man, total verdient. Also in diesem Spiel gab es ja nun wirklich mit minimalen kleinen Ausnahmen gar nichts, wo man hätte sagen können, nee, das hast du jetzt aber nicht verdient. Hinspiel, Glück gehabt. Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also heute haben wir einfach gezeigt, wir haben ein super sicheres Spiel abgeliefert. Zu 90% Minimum. 100%ig natürlich nicht. Aber ich denke mal, vor allem auf diesem Spiel hier können wir in der Champions League aufbauen. Unerwartet Amsterdam 1:0 gegen Juve. Schauen wir mal durch, wer hier die nächste Runde erreicht hat. Auf jeden Fall kommt, es sieht so aus, als gibt es nochmal ein Rückspiel. Gesamtergebnis 2:2. Steht also noch nicht, wer hier weiter ist. Dann haben wir Gesamtergebnis Spurs Real 1:1. Bayern 6:2. Juve kommt gegen Amsterdam weiter. Dann haben wir noch einen Unentschieden. Liverpool 1:0. Porto und Man City schlägt Barca. Wir haben Spielerchat. Schauen wir mal rein von Junior. Das war fantastisch. Du kannst hier wirklich eine Zukunft haben. Ich würde mal sagen, überragende Leistung. Wollen wir mal nicht zu hoch loben. Ja, jetzt nochmal die Bundesliga-Tabelle. Platz 2 mit wieder 4 Punkten hinter Leverkusen. 2 Punkte vor Leipzig. Also wir dürfen hier auch wirklich nicht mehr viel patzen. Ist ja auch schon jetzt der 26. Spieltag. Weiter geht's in der nächsten Woche mit Köln und Hertha. Ich würde natürlich schon gerne noch wissen, wer es im Viertelfinale wird. Aber es kann natürlich sein, dass hier jetzt auch nochmal weitere Champions-League-Spiele stattfinden. Ich finde die Tabelle oder die Übersicht immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wir gucken, versuchen es mal hier. Was ist denn ein Einladungsturnier? Achso, ist das Turnier am Anfang. Champions League bitte. Ja, das Viertelfinale wird hier einfach noch nicht angezeigt. Ja, Sieger, UEFA, Superpokal. Oh, Frankfurt verliert 3:2 gegen Real Madrid. Das soll es dann auch schon für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer bis zum nächsten Mal und ciao, tschüss und auf Wiedersehen.